eure Übernachtungsparty heute zusammen mit Ukri in meinem wunderschönen Haus. Oh ja, ich freue mich schon richtig, Leute. Und hier vorne platziere ich mein Bett. Ukri, das ist ein bisschen zu nah an meinem. Ist dir schon klar, ne? Ist doch nicht schlimm, Simulaki. Warum, Ukri, was ist mit dir denn los? Ey, aber warte mal, Ukri. Bevor wir Übernachtungsparty starten, wo bleibt eigentlich Spiele? Der wollte mit uns feiern. Stimmt, warum ist... Aber warte, der pupst eh zu viel. Der pupst auch viel zu viel, dann stinkt alles voll in der Übernachtungsparty. Ich kann schlafen. Ey, besser ohne ihn, ich sag dir ganz ehrlich. Hör aber, warte mal, Ukri, hast du es gehört? Da hat jemand geklingelt. Das war bestimmt Billy. Billy, bis zum Start. Ukri, das ist ganz sicherlich nicht Billy. Wer zum Henker ist hast das? Hast du verändert? Was Billy jetzt verändert? Ich glaube auch, Ukri. Aber stopp, warte mal, Ukri. Hey, kennst Billy? Du das Baby in Yellow, Ukri? Aber das ist blau, so wie du. Hä, warte mal, magst du die Farbe blau? Ich mag die auch. Ich mag die Farbe blau, aber ich weiß, was ich nicht mag. Und das seid ihr. Ihr habt meinem Bruder Baby in Yellow wehgetan. Warte mal. Warum hört ihr euch beide gleich an? Und wer zum Henker bist du? Oh nein. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Warte mal, das ist der Zwillingsbruder von Baby Yellow. Was? Wo ist er hin? Ey, stopp. Was geht mit dem Baby ab, Alter? Ukri, aber denkst du, das ist genauso fies wie das andere Baby? Ich meine, das letzte Baby, Leute. Falls ihr das nicht abgeschossen mit der Raketen. Falls ihr die Folge letztes Mal verpasst habt, da hat er für das Baby in Yellow unser ganzes Weihnachten zerstört. Und ganz am Ende haben wir es erledigt. Wir haben es gekillt, Ukri. Oh ja, Simlucky, aber das war auch richtig böse, Junge. Das hat mit dem Raketenwerfer unser ganzes Haus explodiert. Stimmt. Aber vielleicht ist das ja nett. Ich glaube, das ist wirklich nett. Bist du der Zwillingsbruder von Baby Yellow? Oh ja, ich bin richtig nett. Hä, Ukri, warum lacht das so komisch? Ich weiß nicht. Hände da oben, sofort! Was, Alter, übertreib mal nicht! Oh nein, Ukri. Die sind alle gleich, die sind alle... Ey, Ukri! Schnell weg hier! Oh nein! Ukri, du hast mich gerade nicht im... Der hat mich im Stich gelassen! Oh nein, wir können darüber reden, okay? Ich hab dein Baby in Yellow, ich hab das zu einer Babysitterin geschickt. Das kümmert sich sehr gut um deinen Zwillingsbruder. Bist du dir da sicher? Ja, 100% sicher. Du kannst mir glauben, Simlucky, ein Wort Ehrenwort. Okay, mal schauen, was mein dritter Zwillingsbruder dazu sagt. Warte mal, nein, es gibt jetzt nicht etwa drei von euch. Du machst doch bestimmt Spaß, oder? Du machst doch Spaß. Nein, mach ich nicht. Wieso? Wir sind Drillinge. Oh nein, Leute. Warum hat mich Ukri im Stich gelassen? Das ist gar nicht gut. Ukri, wo bin ich? Leute, was ist das, Junge? Alter. Leute, ist das etwa... ihr seid nicht Drillinge, oder? Oh doch, ich bin der Dritte. Leute, was habt ihr mit mir vor? Ich hab deinem kleinen Bruder schon erklärt, dass das alles im Versehen war. Okay, wir können Freunde werden. Ihr könnt auch bei meiner Übernachtungsparty mitmachen. Ukri ist zwar weg, aber dann... Ukri war sowieso blöd. Ihr seid meine besten neuen Freunde. Ja, Leute, bitte schlachtet mich nicht ab. Keiner ist unser Freund, der unserem Bruder und unserem Drilling wehgetan hat. Oh ja, gib's ihm, kleiner Bruder, gib's ihm! Ein Freund, Ukri, den habe ich schon gezeigt, wo der Hammer hängt. Okay, warte mal, was mit dem... Hey, stopp! Junge, woher kommen diese Babys an solche Waffen genau ran? Ja, Leute, guck mal, Leute, ich brauche eine Ausrede, ich muss hier irgendwie... Da fällt mir ein, mein Fenster wurde neu repariert, da ist es noch, ich dachte, da werde ich gleich abhauen, hundertprozentig. Woher kommt ihr an diese komischen Waffen? Junge, das ist ein Raketenwerfer, warum hat ein Baby einen Raketenwerfer? Könnt ihr mir das erklären, warum hast du eine Laserwaffe? Wir haben dann ein oder anderen Waffenhändler, wie zum Beispiel unseren Meister Billy. Hä? Warte mal, was für Billy? Alter, nicht der Billy, den ich meine, oder? Egal, spielt jetzt auch nicht so Sache, wir töten dich jetzt! Was? Nein, wir können drüber reden! Oh, Leute, alles tut weh. Ich glaube, ich habe mir was gebrochen oder so. Oh nein, ich erinnere mich wieder. Ist hier irgendwo das? Oh nein, die sind doch immer da, Leute. Die sind doch immer da. Was wollt ihr von mir? Warum habt ihr mein ganzes Haus in die Luft gesprengt? Ich hab's erst letztens repariert, weil euer blöder Drilling das schon letztes Mal zerstört hat. Der ist ja noch immer am Leben. Weißt du was? Ihr wolltet mich gerade killen oder was? Alter, die sind so ehrenlos. Habt ihr das gerade gehört? Oh, Leute, Leute. Angebot. Okay, wir können verhandeln. Ich wollte mit euch verhandeln, aber du darfst nicht einfach so diesen Drücker...
Hey, du darfst nicht einfach so abdrücken, okay? Ich habe ein Angebot für euch. Wenn ich draufgehe, dann fresse ich das selber. Dann esse ich das ganz schnell. Ich habe die Prime-Flasche schneller aufgetrunken, als du auf mich schießen kannst. Ihr wollt doch sicherlich... Leute, wenn dieser Plan nicht aufgeht, dann bin ich endgültig geliefert und kann nie wieder Videos machen, Leute. Ich will nicht heute draufgehen. Heute ist nicht mein Tag. Also, schaut mal hier. Grünes Prime. Das mögen doch Babys so. Also, ich mag das sehr. Wow, das schmeckt so lecker. Wollt ihr auch vielleicht was haben? Ey, lass sofort die Finger davon in Ruhe. Oh Mann, Brudi, schau mal. Was? Grünes Prime, Alter, wie geil, Mann. Oh. Warte mal, Leute, wie hat sich das Baby auf einmal... Oh, ich hab die perfekt abgelenkt. Warte mal. Okay, noch einen mache ich, damit ich die ein bisschen länger ablenken kann. Und genau daneben sind einfach richtig coole Süßigkeiten. Alter, die Alter, Babys mutieren. Die Baby Babys Blau, mutieren. Schau mal, hier vorne sind richtig viele Süßigkeiten. Das hat ultra gut geklappt. Oh ja, die sind so lecker. Ey, du kleiner roter Stinker da, ne? Wir können gleich zu dir. Denk bloß nicht, du kannst abhauen oder so. Oh ja, wir essen schnell die Süßigkeiten auf und dann kommen wir zu dir und schießen dich ab. Warte mal, habt ihr es gehört, Leute? Die wollen mich... Hä? Die lassen mich jetzt einfach so entkommen. Okay, ich check gar nichts mehr, Leute. Aber die sind anscheinend Süßigkeiten süchtig. So wie das Baby vom letzten Mal. Nee, das Baby in Yellow. Ich glaube, das lebt noch. Also, ich habe keine Ahnung. Wir haben es das letzte Mal wirklich übel zugerichtet, dem Baby in Yellow. Aber ey, stopp. Wir haben ganz bisschen Zeit. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell eine sichere Basis bauen vor den Drillingen, Leute. Am Ende, die kommen noch mit Baby Yellow zurück. Da sind das Drillinge, Leute. Bevor wir das tun, Ukri, wo zum Geier steckst du? Wo zum Billy Poops? Zum Lucky, hier vorne bin ich. Warte mal. Wo, Ukri? Wo bist du? Leute, seht ihr ihn? Schreibt mal jetzt in die Kommentare. Wo ist Ukri? Junge, sind Lucky hier vorne, Alter. Leute, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Aber wenn ihr ihn seht, dann lasst ein Abo und ein Like auf 3, 2, 1 und 0. Wo ist der, Leute? Warte mal, ihr seht ihn alle, oder was? Ich sehe nicht. Wo ist der? Alter, Ukri, zeig dich mal. Oder so. Ich zeig mich nicht. Ich habe Angst, mich zu zeigen. Ukri, genau da vorne bist du. Was soll die Aktion gerade eben? Hä? Warum bist du einfach abgehauen? Hast mich im Stich gelassen? Junge, Alter, ich habe eine riesige Explosion gehört, Alter. Was da passiert, sind Lucky? Ja, alles vogelfrei, Ukri. Ich habe die abgeleckt. Ich habe die alle schon zerledigt. Ich habe die. Ukri, wenn du nur wüsstest. Leute, ich habe keine davon erledigt. Soll ich das Ukri sagen? Okay, Ukri, ich sag dir die Wahrheit. Die haben mich abgeschossen mit einem Raketenwerfer. Ich bin fast draufgegangen und jetzt müssen wir das sicherste Haus der Welt bauen. Sonst sind die zerstört von den kleinen Viechern. Lucky, du weißt doch ganz genau, es war schon schwer gegen den Eintrilling, den Baby in Yellow. Und ja, jetzt müssen wir gegen zwei von denen kämpfen, oder was? Wollte ich gerade sagen, Ukri. Ich habe so viele Fragen. Aber jetzt, Ukri, müssen wir erstmal ganz schnell eine Position finden, wo wir unser sicherstes Haus vor den Drillingen bauen. Das wird ultra spannend. Und Ukri, weißt du was? Wir bauen das genau hier vorne, neben Luke seiner Statue und neben unseren beiden Statuen, okay? Ich würde ja gerne anfangen, Lucky, aber wir haben gar keine Items. Stimmt, Leute, Alter, wir brauchen Kreativmodus für 10 Minuten, damit wir jetzt ganz schnell das sicherste Haus bauen können, sonst können wir das nicht überleben und dann kommen gleich in 10 Minuten die Babys und erledigen uns. Also, Leute, helft uns, damit wir Hindernisse und Fallen bauen können. Gebt uns einen Kreativmodus rein für 10 Minuten, indem ihr allen ein Abo und ein Like da lasst auf 3, 2, 1 und 0, falls ihr es noch nicht getan habt, Leute, auf 3, 2, 1 und let's go. Komm schon, es muss klappen. Wow, Alter, okay, ich glaube, es klappt. Und wow, Leute, wow, es hat geklappt. Wir haben uns einen Trank bekommen, Ukri, wie immer, der für 10 Minuten uns Kreativmodus gibt, oder? Ich guck mal, was da steht. Kreativmodus für 10 Minuten, Ukri, lass diesen Rainbow-Trank direkt aufslurpen, okay? Okay, Slurpy, schmecken, Slurpy, schmecken, und wow, Leute, es hat geklappt. Let's go, Ukri. Alter, warum bist du noch nicht fertig mit Trinken, Ukri? Was ist mit dir los? Ey, Junge, wie trinkst du den Mist, Alter, Ukri? Was geht bei dir ab? Ich spür was, ich spür was. Was spürst du, Ukri? Wow, was geht bei Ukri ab? Bist du Superman? Okay, Leute, jetzt sind wir Kreativmodus und können anfangen, unser sicheres Haus zu bauen. Danke! Und Leute, für das Haus habe ich mir überlegt, Alter, heute machen wir ein richtiges Special aus. Und zwar benutzen wir einfach Rainbow Blöcke. Wir machen ein Rainbow-Haus. Passt auch irgendwie ein bisschen zu den Babys. Ich meine, die haben ja insgesamt auch richtig viele Farben, ne? Blau, grün und gelb, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Also sind einfach solche Rainbow-Drillinge, ne? Und deswegen bauen wir passend dazu einfach ein Rainbow-Haus. Und guck mal, wie cool das aussieht. Das sind Rainbow-Blöcke und die sind richtig, richtig sicher. Nicht wahr, Ukri? Okay, Simlucky, ich teste das Haus mal aus. Ukri, was meinst du, Alter? Hey, test es, ob es sicher ist. Ukri, Junge, mal schauen, ob es wirklich so sicher ist. Oh. Leute, was geht da ab, Junge? Was geht da ab? Oh, Junge, was? Hä? Ukri, pass auf, Alter. Warum furzt du die ganze Zeit, Ukri, du Ekelhafter? Das ist einfach, das Haus, das hat ihn abgespiegelt, Leute. Okay,
das heißt, sicher ist sicher, ne? Ukri hat's getestet. Wollen wir mal auf Ukri vertrauen? Simlucky, warte ab, ich teste es gleich noch einmal mit was Härterem. Okay, Ukri, darauf bin ich echt gespannt. Und auf was ich noch viel mehr gespannt bin, ist auf den Fight gleich mit diesen Babys, Alter. Wir werden die sowas so wegrasieren. Wir brauchen noch richtig krasse Waffen, Leute. Und die wird Ukri uns besorgen. Ich hoffe, der macht da auch was Sinnvolles, ne? Ich habe keine Ahnung, wo der ist, aber wir müssen es beeilen. So, zack, zack, zack. Unsere Wände sind jetzt fertig mit unserem Rainbow-Block. Bist du diesen Augen weh, Junge, dass du die ganze Zeit deine Farben änderst? Simlucky, ich teste es jetzt aus. Hä, was ist das denn für Ukri? Junge, was geht? Ukri! Ukri? Alter. Woher hast du das Ding? Ey, wie wär's mal, wenn du diesen Privatjet nicht crashst und ich komplett kaputt... Junge, was geht bei dir ab, Ukri? Dein Privatjet ist kaputt gegangen, ne? Der hat keine Flügel mehr. Yo, wie wär's mal, wenn du diesen Privatjet benutzt, um diese Babys zu erledigen, anstatt den kaputt zu machen, Ukri? Das war kein Privatjet, das war ein Kampfflugzeug. Ja, stimmt, war kein Privatjet. Obwohl, das war ja dein eigenes Flugzeug, ne? Das war schon privat. Simlucky, es reicht mir, ich teste jetzt noch was Härteres aus. Alter, ja, nein, 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 Ukri, nein. Junge, was geht bei dir ab? Seit wann hast du eine ganze Flugzeugarmee, Ukri? Junge, Junge, ist das big, Alter. Egal. Okay, Leute, so, wir vollenden das Dach nochmal ganz kurz. Und dann haben wir unser Haus hier schon fertig gebaut. Das wird sowas von cool. Oder ich sehe schon wieder, Alter. Ukri hat da irgendwas Verrücktes geplant. Sag mir nicht, das ist schon wieder ein fettes Flugzeug, wo Ukri der Pilot ist. Leute, warum macht er nicht einfach was Sinnvolles und hilft mir beim Haus, anstatt die ganze Zeit irgendein Flugzeug zu fliegen? Egal, damit kannst du ja testen, ob das Haus sicher ist, ne? Ukri, viel Spaß. Genau das habe ich vor, Simlucky, für die Wissenschaft. Okay, Ukri, so mach was auch immer du willst. Leute, wir bauen jetzt halt eine richtig sichere Tür hier rein, denn, Leute, wir müssen ja auch irgendwie in unser sichere Haus reinkommen. Wir haben schon erfahren, dass die Mauer richtig gut ist, aber wir brauchen noch eine Tür, ne? Womit wir auch reinkommen. Und dafür habe ich mir gedacht, nehmen wir einfach so eine Hangertür, Leute. Alter, die kann man so öffnen und da kann man hier rein, Junge, in das Haus. Und man denkt sich so, Party, Alter, hier geht eigentlich Disco ab oder sowas. Junge, weil hier einfach alles fett am Leuchten ist. Und diese Tür, die ist richtig cool, Leute. Ihr habt es gerade bestimmt schon gesehen. Die schließt sich einfach automatisch. Mega nice. So, und jetzt, wo wir den ganzen Boden hier schon weggemacht haben, können wir den Boden jetzt mit Rainbow-Blöcken befüllen. Junge, Junge, meine Augen werden crazy, Alter. Disco ist das hier, Leute. Okay, wir haben zwar keine Übernachtungsparty, aber dafür haben wir Party in unserem eigenen Haus. Ey, Leute, was geht hier ab, Junge? Simlucky, ich komme! Oh ich ja, ich bin... Aus. Hey, Ukri! Wo bist du? Wo bist du, Ukri? Wo bist du? Alter, was geht bei dir ab? Ich stecke mit mir. Ukri! Alter! Warte mal, Ukri, du hast den Bäumen... Nein, nein, nein! Okay, warte mal, ich gehe ins Haus rein, Ukri, und du sagst, ob es ausgehalten hat. Wir werden es jetzt sehen. Yo! Yo, Ukri! Alter, was geht hier ab? Junge! Ukri, warte mal, ich glaube, ich habe es geschafft, Ukri. Ja, let's go! Hey, das hat das Flugzeug abgewehrt! Was oh ja, und das Flugzeug ist abgestürzt. Ah, Hilfe. Okay, also das Haus ist schon mal sicher genug, Leute, würde ich sagen. Wir brauchen jetzt irgendwie die Tür schief, Leute. Die ist mehr auf der anderen Seite als auf der linken Seite. Das passiert mir jedes Mal. Das Flugzeug steckt jetzt einfach in der Polizeistation fest im Lacken. Ja, ich seh's, Ukri. Tragisches Ereignis. Okay, Leute, jetzt, wo wir das Grundgerüst haben, müssen wir das natürlich auch richtig sicher machen. Und was bietet sich nicht besser, als ganz, ganz viele Kameras überall zu platzieren? Alter, ich krieg da echt Kopfschmerzen, Junge, wenn das ganze dieses Rainbow-Ding ist. Und die machen wir jetzt einfach überall bei uns eine Statue hin. Damit wir einen perfekten Ausblick von hier haben, Leute, können wir einfach das alles hier beobachten mit den Kameras. Und damit wir auch irgendwie Zugriff auf die Kameras haben, ne? Hier bei der Billy-Statue platzieren wir noch eine Kamera, da fällt es niemandem auf. Und natürlich noch hier bei unserem Haus, damit wir Zugriff haben, weil da war ich stehen geblieben, Leute. Brauchen wir natürlich einen richtig krassen Hacker-PC und den platzieren wir genau hier vorne, Alter. Guck mal, Junge, ich bin da gerade programmieren, hack mich in die Kameras und gleich, Junge, wird da einfach alles beobachtet. Dann sehen wir jeden Moment, wenn die Babys kommen und mir fällt gerade ein, wir haben nur 5 Minuten Zeit, Leute. Wir haben nicht mehr viel Zeit, dann verschwindet auch unser Kreativmodus dran. Also ganz, ganz schnell bauen wir jetzt hier einen Graben, Leute, der die kleinen Babys aufhalten soll, in unser sicheres Haus zu kommen. Und ich glaube, das wird auch ganz gut klappen. Und wisst ihr was? Passend zu meinem Rainbow-Haus werde ich einen Graben einfach mit was ganz krassem füllen. Nämlich, Leute, ich glaube, ihr seht schon in meinem Inventar, es wird Rainbow-Wasser. Oh ja, Leute, guckt euch das mal an. Das ist einfach Rainbow-Wasser. Und das macht richtig fett Schaden, wenn man da reingeht. Also, das ist wirklich kein Spaß, Leute. Wenn man hier Survival-Modus da reingeht, Junge, gar nicht gut. Gar nicht gut, Leute. Ist krasser als Lava, würde ich sogar behaupten. Junge, das füllen wir jetzt hier erstmal alles, alles aus. Wir brauchen noch Fallen. Das haben wir doch gar nicht, Leute. Auf die kleinen Babys, die später reinfallen werden. Aber sowas von, Leute. Und ich frage mich, wann die Prime endlich zu Ende getrunken haben. Das sind ja Babys, ne? Die nuckeln ja lange an Dingen, ne? Also, das kann ja lange dauern bei denen. So, fertig, Leute. Unser Rainbow-Grab ist einfach vollendet. Wie geil sieht das denn jetzt bitte sehr aus? Unser sicheres Haus. Ich glaube, das ist das
Das ist das krasseste, das crazyste Haus, was wir je im ganzen Minecraft-sicheres Haus gebaut haben. Also sowas Cooles haben wir noch nie gebaut, Leute, bin ganz ehrlich. Ich komme, Sim Lucky, der ultimative Test! Junge, was ist das? Oh, Okay, stopp! Warte mal. Der Graben hat dich hops genommen, Okri! LOL! Der Graben! Oh, ich komm da nicht durch! Ja klar, Okri! Der Graben hat mich aber hops genommen. Mhm. Und weißt du was, Junge? Weg mit diesem blöden... Woher hast du deinen Panzer, Okri? Okay. Das droppen wir mal ganz weg, Okri. Du kannst ja ehrlich mal helfen, beim Haus mitzubauen, anstatt die ganze Zeit zu gucken, ob das sicher genug ist. Alter, ich sehe den schon, Leute. Ich sehe den schon. Guck mal, was ist denn da platziert? Okay, was wir noch brauchen, ne? Wir brauchen Fluchtmittel, ne? Wenn alle unsere Pläne nicht aufgehen, müssen wir mit irgendwas abhauen. Und dafür habe ich schon eine ganz gute Idee. Nämlich, wenn wir jetzt hier einfach passend zu dem Baby... Heute machen wir alles einfach alles. Das Match, Leute. Passend zu dem Baby platzieren wir hier einen grünen Lamborghini Huracan plus einen blauen. Das denkt die Baby, würde einfach denken, das sind deren Autos, aber sind es nicht. Plus einen blauen Bugatti, Alter. Schreibt mal jetzt in die Kommentare. Was fühlt ihr mehr? Einen blauen Bugatti oder den grünen Lamborghini? Also, Junge, der sieht schon krass aus, Leute. Aber Bugatti ist krasser. Ne, kostet richtig viel, Leute. Richtig teures Auto, ne? Über 1 Million Euro, Leute. Und als letztes werden wir jetzt hier vorne noch unser Haus noch sicherer machen. Und zwar mit Geschütztürmen. Aber dann würde ich sagen, können wir wirklich anfangen, die Fallen zu bauen. Da haben wir hier schon sicher genug gemacht, Leute. Und Leute, ich würde sagen, wir können sofort anfangen mit unserer allerersten Falle. Und weil die Babys von der Richtung kommen werden. Die sind einfach dabei in meinem Haus. Ne? Die sind bestimmt gleich fertig mit Essen. Dann kommen die und werden uns attackieren. Also, Okri, helf mal mit, die jetzt hier zu bauen. Egal, Leute. Wir lassen uns nicht ablenken. Wir müssen jetzt die allererste Falle bauen. Ich habe schon eine richtig gute Idee, was wir machen werden. Guck mal, wir platzieren hier einfach so einen Kessel, okay? Das ist ein Hexenkessel. Ich sag's euch. Das werden die Babys nicht wissen. Ich werde sagen, da ist grünes Prime drin. Ist nicht, Leute. Das ist ganz offensichtlich. Das ist nicht gesund, okay? Und wenn die das erstmal trinken, Leute, das ist komplett dieses Gift, ne? Der wird den komplett schwindelig. Und wisst ihr was? Ich predikte das alles, ja? Den wird schwindelig. Die werden genau hier vorne lang gehen. 100%. Ich rechne das alles mathematisch aus, okay? Vertraut mir einfach. Zack. Werden über dieses Rentier stolpern. Fallen dann hin, Leute. Auf dieses Speedpad hier vorne. Werden von diesem Speedpad. Ey, wartet ab, Leute. Vertraut mir. Das ist die krasseste Falle, die ihr je gesehen habt. Alter, ich bin so gespannt, Junge, wie das Baby darauf reinfallen wird. Okay, werden von diesem Speedpad dann hier vorne lang geleitet. So, zack, zack, zack. Erstmal außerhalb unserer Base, ne? Damit unsere Base nicht in Gefahr kommt, denn die werden gleich sehen, was ich gleich bauen werde. So, zack, zack, zack. Ganz, ganz weit. Und hier können sie sich sowieso nicht befreien. Okay, das ist so schnell. Die werden hier hinfallen. Okay, guck mal, ich sag euch, was passieren wird. Also, die fangen hier an. Lecker. Warum wird mir so schlecht? Wow. Bin gefallen, Leute. Bats auf die Speedpad. Hier vorne müssen wir noch eins platzieren. Und dann, boom. Schaut euch das mal an. Zack, Ja, das ist was komplett, Leute. Egal. So, zack, gefixt. Boom. Dann, Leute, was passiert hier? Babys, werden die hier einfach so lang geschleudert. Und dann, boom. Das war's noch nicht, Leute. Dann, zack, putz auf das Moped, ne? Weil die können sich nicht kontrollieren, Leute. Die fliegen da einfach drauf. Und wenn die auf dem Moped sind, dann gebe ich denen noch einen kleinen Stups. Weil, guck mal, wer mit so einer Geschwindigkeit auf das Moped fliegen, die werden hier nämlich mit dem richtigen Boost auf dieses Moped geboostet. Zack. Und dann werden die weiterfahren. Und, Leute, jetzt erwartet die das ganz Schlimme. Eine fette Rampe, okay? Ich habe keine Ahnung, dass das alles funktionieren wird, so wie ich es mir vorstelle. Aber ich 100%. Und wir brauchen ja eigentlich sogar zwei Stück. Das sind zwei Babys. Nee, das ist eine Falle für nur ein Baby, okay? Wenn die auf diese Rampe kommen. Okay, wir testen mal selber aus. Wie weit wird man da geschleudert, wenn man auf diese Rampe kommt mit dem Moped? Mal schauen, Leute. Und boom, Junge, Batz. Okay, das war... Ey, Leute, wisst ihr was? Ich mache es einfach richtig krass. Ich platziere einfach direkt hier noch eine Rampe. Hoho! Okay, wir probieren es nochmal. Und wow! Falsch platziert. Okay, Leute, wir probieren es nochmal. Und let's go. Wow, zack, boom. Und dann werden die, ich hab's gerade gesehen, genau hier vorne in dieses Loch reingeboostet, welches komplett tief machen werde. So, zack, zack, zack. Aber das können wir natürlich mit unserer magischen Axt etwas schneller, indem wir hier vorne eine Markierung machen und ganz hier unten eine Markierung machen. Jetzt geben wir noch einen geheimen Befehl ein, der lautet slash alles mit Luft befüllen, ne? Zack, und damit haben wir jetzt einfach hier schon ein riesen Loch ausgefüllt. Ja, Leute, mit der magischen Axt geht alles schneller. Und jetzt, Leute, erwartet die Babys das Ultimate. Chaos. Haha. Ich werde hier eine fette TNT-Falle machen. Oh ja, und nicht nur ein bisschen TNT. Also soll ich hier einfach alles mit der magischen Axt ausfüllen? Junge, das ist dann eine ultra fette. Ja, guck mal, was ich machen werde, Leute. Okay, wir übertreiben komplett. Okay, Leute, ich habe mich hier selber mit TNT eingebaut. Gar nicht gut. Junge, Alter, wie viel TNT ist das? Okay, ich schätze mal, keine Ahnung, 50 TNT oder mehr, 100 TNT, Alter. Das ist geisteskrank. Okay, und damit die hier sogar nicht rauskommen, kann ich hier alles mit Obsidian. Nee, so schnell kommt die sowieso nicht raus. Jetzt werde ich hier überall einfach so Gras machen, ne? Zack, zack, zack. Damit denken, ja, alles entspannt, aber nein. Überall hier drauf Druckplatten.
überall Druckplatten drauf. Und wenn die da einmal reinfallen, dann war's das komplett mit den Babys. Und das werden die auch. Denn anhand meiner mathematischen Rechnung, ne, sollte es alles dazu führen. Die Wahrscheinlichkeit dazu ist nicht bei 100%. Okay, Leute, wir haben wirklich noch ganz viel Zeit. Ich glaube, nur eine Minute so. Dann ist der Kreativmodus dran zu Ende. Deswegen müssen wir uns jetzt richtig schnell beeilen, okay? Als letztes werden wir jetzt einfach hier, genau hier vorne, ganz viele Diamanten platzieren. Und ich sag euch auch schon, wieso, ne? Das eine Baby war blau. Und wir wissen ganz genau, blaue Leute, also Leute, die sich blau anziehen, die lieben immer Diamanten, Junge. Lieblingsfarbe ist blau, deswegen müssen die Diamanten mögen. Und aus diesem Grund werde ich jetzt hier Fake-Diamanten platzieren. Ey, ich hoffe, Uchi kommt hier nicht hin und wird sie versuchen abzubauen, ne? Spendet Survival-Modus. Wenn ihr das versucht, ne? Leute, ich zeige euch mal, das sind Diamantenminen. Und die machen so fette Explosionen, ihr wisst gar nicht. Kann ich euch jetzt gar nicht zeigen, ne? Schade. Obwohl, Leute, ich glaube, ich kann es euch noch vorführen. Genau das wird passieren. Oh ja. Ey, aber Esel, das tut mir leid, wollte ich leider nicht. Aber wir mussten es euch jetzt nur zeigen. Und, Junge, das sind einfach 10.000 Diamanten. Wenn der einen abbaut, kennt direkt so, Boots, Junge, das blaue Baby wird so dick in die Luft fliegen. Aber bevor das so die Diamanten kann, würde ich sogar sagen, wir platzieren einfach hier unten überall solche Gefängnisfallen. Wenn die da immer reinkommen, Junge, das Baby kann da doch nicht escapen, Leute. Aber die haben krasse Waffen. Die haben Raketenwerfer, Laserwaffen. Junge, nicht, dass die sich da durchbohren damit. Ey, das könnte schon sein. Und genau dasselbe werden wir jetzt hier auch überall auf dem Boden verteilen. Okay, überall. Überall, Leute. Damit die da komplett reinfallen. Und nicht nur das, Leute. Ich habe hier noch ein paar Minen. Und die sind ultra heftig. Oh ja, wartet mal ab. Ich zeige euch, was die drauf haben. Die haben auch eine fette Explosionskraft. Also, die schallern auf jeden Fall alles weg, was man so platziert. So, zack. Ich sage mal, so, bam, boots. Boom, haha. Wobei man sagen muss, ne, Kiminen sind so noch etwas krasser. Aber die brauchen ein bisschen länger, um zu explodieren, ne. Warum hat der wieder so... Das ist der Helikopter, diesmal hat Uchi da platziert. Boom. Okay, wir platzieren die. Die sind viel krasser, Leute. Guck mal den Unterschied an. Okay, die weißen werden platziert. Also hier, Boots, Bam, Bam, die sind auf jeden Fall besser. So, zack, hier vorne platzieren wir noch mehr. Zack, 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 let's go. Müssen nur ein bisschen aufpassen, nicht, dass es zu nah an unserem Kessel ist, ne? So, zack, zack, zack. Ey, ich muss echt aufpassen. Die kommen jeden Moment. Wir haben noch ganz wenig Zeit. Ich glaube, weniger als eine Minute Zeit. Also, zack, zack, schon ganz schnell platzieren, Leute. Wir müssen jetzt schnell ins Haus. Und ich hoffe... Warte mal, wir haben noch gar keine Ausrüstung. Wir haben noch gar keine Ausrüstung. Wir müssen schnell vorbereiten. Komm schon, schnell ins Haus. Und wow, Leute. Hä, wie sieht jetzt auf einmal das Haus aus? Einfach alles auf einmal richtig cool. Rainbow. Yo, Alter, einfach so Rainbow wie hier unten. Das sieht jetzt viel geiler aus. Tut nicht mehr so in Augen weh. Uchi, was hast du vorbereitet? Was hast du hier angestellt? Junge, zum Lucky, schau mal. Ich habe nicht nur einen richtig coolen Block hier platziert. Schau mal, das sieht viel besser aus als davor. Ja, klar. Die ganzen Wände ultra nice aus. Okay, schau mal. Ich habe auch richtig krasse Sachen in die Kiste getan. Ne? Yo, Alter, was ist da alles drin, Uchi? Yeah, richtig geil, Alter. Schau doch selber, Junge. Was für Waffen! Geil, Mann, let's go! Mega, okay! Alter, okay, was willst du jetzt machen? Wir müssen noch ganz schnell Laser platzieren, damit unser Haus komplett sicher ist! Alter, das ist das Letzte, was fehlt. Okay, und gleich in einer Minute werden die Babys kommen. Oh nein! Okay, wir fangen sofort an und platzieren jetzt hier die Laserblöcke. Okay, ich mach auf einer Seite, du auf der anderen, ne? Ja, okay, ich helf dir. Ja, klar, du musst mir auch helfen. Okay, hast du die ganze Zeit nicht, ne? Dann musst du jetzt mal ein bisschen drei helfen. Drei Laserblöcke, 4, 5, 6. Ja, Juk, hör mal auf zu zählen, Alter. 10, hör mal auf jetzt 11, hier. 12, Leute, 13, 14, und wir platzieren einfach oben. Ich schon platziert. Oh ja, Uchi, ich habe schon viel mehr platziert als du. Und oben müssen wir jetzt nur noch einen platzieren, Uchi. Und dann verbinden die Laser sich schon. So, perfekt, Leute. Jetzt platzieren wir alle 20, ganz oben. 28, yo! 28 habe ich platziert. Okay, Uchi, ich habe das Doppelte platziert. Jo, schaut euch das mal an. Ey, wie cool sieht das jetzt aus, Leute? Am Ende, das wird so cool aussehen. Ich sag's euch. Boom, zack, fertig, Uchi. Ich bin mit meiner Seite fertig, jetzt musst nur noch du deine Seite machen. Und jetzt haben wir unser lasergesichertes Rainbow-Haus. Ultra nice. Und warte mal, Uchi, bau schnell die Laser zu Ende. Ich fühle mich ganz komisch. Ich glaube, wir werden wieder Survival-Modus gesetzt. Oh nein. Nein. Wow, Leute, Survival-Modus wieder. Das heißt, die Babys kommen jetzt. Oh nein, wow. Und wow, Leute, wir sind jetzt Survival-Modus. Oh nein, gar nicht gut, Uchi. Ey, ganz schnell hier durch die Laser durch. Und zack, perfekt. Das sind ja meine Laser, die können mir keinen Damage machen. Uchi, wir sind... Und für uns... Ey, Uchi. Alter, was ist mit dir passiert? Junge! Du bist ins Rainbow-Wasser gefallen! Alter, Uchi, richtig aufpassen, ne? Ja, richtig aufpassen. Ey, weißt du was? Ich gucke jetzt in die Kameras. So, zack, wir gucken jetzt hier in die Kameras und gucken mal, die Babys kommen. Ey, ich hab so Angst, Uchi. Okay, Leute, wir sind jetzt in Kameras. Ey, das ist sogar die hier, die wir bei Uchi platziert haben. Guck mal, da vorne ist sogar eine Kamera. Da ist auch noch eine Kamera irgendwo gewesen. Ah, der hat das neue Haus ja neu gemacht. Da ist keine mehr. Und hier bei meiner Statue ist auch noch eine. Ja, da ist auch noch eine Kamera. Leute, von hier aus können wir einfach alles sehen und wir können auch die Babys. Schaut mal da vorne, habt ihr es gesehen? Alter, Leute, skippt jetzt mal zurück und schreibt in die Kommentare, ob die... Ja, 100%. Ey, ich hab mich doch gerade eben nicht verguckt oder so. Da war doch das Baby, Leute. Ihr habt doch gesehen. Skippt mal jetzt zurück und schreibt in die Kommentare, ob da das Baby war. 100%, Leute. Sagt mir das jetzt Bescheid. Alter, wo ist das, Leute? Das wird jetzt kommen. Ah, da haben wir ganz viele Minen platziert. Wisst ihr noch, die ganzen weißen Minen? Ey, das wird da jetzt so reinfallen. Haha. Oh, wo seid ihr? Wir haben Prime aufgetrunken.
Und jetzt bin ich recht sauer. Er hat seinen Prime auch getrunken. Aber ich habe gesagt, ihr sollt nicht verschwinden, weil ich wollte sie euch auch aufessen. Das wird uns aufessen. Was redest du da, Junge? Alter. Ich wollte euch als Takis baden. Leute, das wollt uns einfach zu Takis verarbeiten. Junge, was mit dem Baby falsch, Alter? Ist vor allem auf die volle Reihe. Damit ich meine Windel auf euer Kopf schmeißen kann. Was, Alter, Leute? Was geht mit dem Baby ab? Das wird niemals bis ins sicheren Haus kommen. Guck mal, wie viele Fallen hier sind. Meine Brüder kommen auch gleich alle. Was? Aber ich hab euch jetzt erst gefunden. So, Leute, hä? Wo seid ihr? Ich reite voll auf die Miene. Alter, was geht da? Leute. Was ist denn für eine Kettenexplosion? Zum Glück hat mich die überhaupt nicht berührt. Und guck mal hier. Hab jetzt gar nicht mehr Schaden genommen, Alter. Wie ist das denn? Leute. Wer hat das überlebt, Alter? Was zum Henker, yo? Was geht mit dem Baby ab? Okay, und das kannst du nicht überleben. Das kannst du nicht überleben. Leute, wisst ihr was? Wie geht das ganz schön aus der... Weiterkuchen. Das ist kein Weiterkuchen, das ist eine Mine. Alter, aber... Das hat's getroffen! Ja, let's go! Nicht schwarz getroffen! Das ist Brett! Alter, was ist das für ein Baby? Warum kriegt das keinen Damage? Warum ist das so OP? Was ist mit dem Baby los? Warum brenne ich? Du bist weh, Alter. Ja, eigentlich, okay. Es hat Schaden bekommen. Okay, warte mal. Ich glaube, es fällt drauf rein. Ich liebe Prime. Es liegt Prime. Okay, ey, Leute, wir beobachten das jetzt als Winzling. Komm schon, ganz schnell. Solange das trinkt, müssen wir ganz schnell wieder zurückgehen aus der Kamera. Und wow, Leute, wir sind jetzt wieder zurück in unserer Base. Alter, hast du es gesehen, Ukri? Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gesehen, Ukri. Alter, hast du es auch gesehen? Nein, nein. Junge, das wollt ihr aufessen, das wollt Windel auf uns schmeißen, alles! Das wollt ihr uns in der Folge auf uns Kugels machen, das wollt ihr uns aufessen, das wollt ihr uns Und das macht nicht mal Damage, das macht mich zu roten Takis und dich zu blauen Takis. Ich verschwinde aus, das ist Mukri. Aber ey, du weißt ganz genau, das wird dich zu Takis machen, weil blaue Takis sind richtig lecker, Ukri. Haha, das wird dich zu Takis machen! Und nicht, weil das so rote Prime machen, Alter, und so rote Takis. Nein, gar nicht gut, gar nicht gut. Ey, hast du gesehen, das hat nicht mehr Damage bekommen, das ist sowas von stark Ukri ausrüsten. Wenn das einmal in unsere Nähe kommt, ganz ehrlich, 100%, Alter, 100%. Mach die Tür auf! Ich bin Rainbow Wasser, aber zum Glück habe ich Rainbow-Rüstung, deswegen bin ich resistent dagegen. Alter, Ukri, weißt du was? Ist viel zu stark. Das slurpt da, ja, ist doch egal, das slurpt da gerade dieses Prime, ne? Ja, Prime, Junge, wird das wohl hoffen, Junge. Das ist Hexentrank, Ukri. Das ist Hexentrank, komm mal da raus. Rüst dich schnell aus. Das ist so giftig, Alter. Okay. Also, wir müssen jetzt ganz schnell zum Baby hingehen und machen uns ganz winzig so. Haha, was hat mich nicht gesehen? Alter, ich hoffe, das hat mich nicht gesehen. Sam Lucky, ich glaube nicht, ob das so ein ausgeklügelter Plan ist. Ich meine, das Baby, das wird doch niemals über das Rentier fallen, dann auf die Fläche oder da auf das Motorrad und dann ins Loch. Vertrau mir, Ukri, ich weiß, wie Babys ticken, okay? Und jetzt mach dich mal winzig, Alter, das sieht dich sonst noch. Ja, das Haus im Lucky, jetzt sieht der mich nicht. Gut, der sieht das wirklich nicht, Alter, kann ich sehen, Alter, aber wir sind jetzt fast so groß wie der Junge, Babygröße. Ey, der schläft ein, Ukri, Wirkung setzt. Ich bin so müde. Aber ist müde das Baby? Alter, das hört. Bah, das macht Pupsi! Ey, okay, weißt du was? Ich schubse das jetzt runter. Bam, bam. Oh Mann, Alter, was geht's hier ab, Junge? Alter, mein Kopf, Alter. Ich bin eingeschlafen. Mein Kopf, der sagt gar nicht mehr gut, Alter. Was war da drin? Junge. Das war doch kein Taki, so ein Prime. Das war auch kein Prime. Das ist gestolpert, Ukri. Und jetzt, ey, mach dich groß. Jetzt können wir es beobachten. Wir waren das von Anfang an. Let's go. Du wirst da jetzt auf die Falle reinfallen. Nein, das klappt, Leute. Das klappt alles. Let's go. Warte mal, das steckt dir fest. Anschlag nehmen. Let's go, Leute. Was geht jetzt hier ab? Und, Ukri. Hau ihr ab. Schnell. Okay, das gibt jetzt eine Riesenexplosion. Wow, Junge, was geht da ab, Leute? Wow. Yo! Leute? Hä? Was machst du jetzt, brünes Baby, hä? Wir haben dich komplett hops genommen, haha! Let's go! Also ihr habt mir diese Falle gestellt? Ja, wir haben die Falle gestellt, weil du so ein kleiner Noob bist. Und weißt du was? Kommst du da nie jetzt kriegst du unsere krassen Waffenattacken! Boom, boom, Junge! Batz! Ah, nein, ich bin runtergefallen! Okay, ich bin runtergefallen! Was bist du denn da? Oh nein! Oder okay. Vorne, komm mal her, Alter! Nee, weißt du was? Ich hab Jetpack, Junge! Boom! Du wirst mich nicht bekommen. Alter, Ukri, hier vorne ist es einfach komplett unser Fall und wir werden das jetzt weglasern. Jo, es hat Raketen und so. Boom, schieß ab, Ukri. Leute, ihr habt keine Chance gegen mich. Bist du sicher? Boom, Junge, Bart, jetzt bist du zerfallen. Du kannst da nicht raus, ne? Und damit haben wir schon mal das erste Problem gelöst. Haha, let's go, Junge, Ukri. Ich hab richten jetzt... für euch. Frieden. Du willst Frieden? Das ist zu spät, kleines Baby. Das hast du dir zu spät anders überlegt, denn jetzt. Fress meine... Du hast mein Baby ab, Alter. Hey, das kriegst du zurück, aber sowas von. Bam, 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 Junge. Fress
fress meine Lenkgranaten, Alter. Fress meine Lenkraketen. Und jetzt Biowaffe, Junge. Nuklearwaffe. Bam, damit vergifte ich das Baby. Bum, 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 bum. Alter, das kann es auch nicht länger überleben, Leute. Das muss doch drauf gehen. Yo, Junge, das rüsten wir so übelst zu. Bum, bum. Warte mal. Wir haben es geschafft, Okri, wir haben es erledigt. Oh Mann, Sepp Lucky, und das war erst das erste Baby. Oh ja, gleich kommt das Blaue, aber ich glaub, ey, Okri, gleich. Für das Blaue habe ich mir was richtig gut. Alter, die Falle war ausgeklügelt, sein Vater, Alter. Die war krass, Alter. Du hast an mir verzweifelt, Okri, ne? Das kriegst du da vorne, Junge. Bart, Junge, komm her, bam. Nicht Sepp Lucky, Alter. Junge, wir müssen uns regenerieren für das nächste Baby, Alter. Stimmt, wenn stimmt, das erst kommt, Junge. Das wird schwierig. Das wird uns richtig schwierig ansetzen. Alter, Okri, ich bin aber schon richtig furchtbar auf die Fans, Mann. Alter, zurück in die Base, Okri, zurück in die Base. Okay, das hat ganz schnell, Base. Ganz schnell. Das hat die nicht mal schaffen, zum Lachen. Das hat die nicht mal berührt, Junge. Ganz schnell hier rüberspringen. So, ja, perfekt. Die Base ist doch so sicher. Rein, da kommt hier nicht rein. Wir haben aus Not haben rein. Wir immer die Base, Leute. Ja, 100%, Alter, 100%. Leute, wir gucken jetzt wieder in die Kamera rein und mal schauen, ob das blaue Baby kommt. Ey, es wird sich bestimmt fragen, wo ist mein Bruder hin? Warum kommt der nicht mit Sepp Lucky und Okri zurück als Gefangene, ne? Ja, 100%, Sepp Lucky, hast schon recht. Mhm, und jetzt schauen wir hier rein, Alter. Ich glaube, Okri hat auch ein bisschen von diesem Prime getrunken, Leute. Und let's go, Leute. Diesmal bin ich in der Billy-Kamera, genau hier vorne, Alter. Und, oh nein. Oh nein. Alter, Okri, ich sehe das Baby. Das versteckt sich hinter dem Baum. Nein. Was haben die meinem Bruder angetan? Ich habe alles gesehen. Die haben ihm eine ehrenlose Falle gestellt. Aber mir werden sie das nicht ertun, denn ich habe einen ausgeklügelten Plan, wie ich sie erledigen werde. Ich werde sie aufessen, zu Red Prime und Blue Tuckies verwandeln und dann genüsslich vernaschen. Haha. Okri, hast du es gehört, Alter? Okri. Okay. Ich glaube, ich hau ab. Ich mach mir in die Hose. Junge, ich mach mir dreimal in die Hose, fünfmal in die Hose. Dieses Spiel kann doch nicht ab null sein. Ja, ich sag's dir, Alter, das ist richtig gruselig, das Baby. Aber warte mal, ich glaube, auf die Falle fällt das nicht normal rein, Okri, weil das mag keine grüne Sache. Das ist blaues Baby. Deswegen habe ich auch ganz genau da hinten einfach diese blauen Diamanten platziert. Haha, darauf wird es 100% reinfallen. Damit haben sie meinen Bruder überlistet, aber nicht mich. Ich mag ein Prime. Ich mag nur blaues Prime. Okay, so, weg damit, Junge. Ich werde dir erledigen. Da vorne leben die doch in ihrem Haus. Ich werde sie erledigen. Ha, ah, was ist das denn? Aber ich komme hier im Haus. Ey, was ist das? Was ist das? Lass mich hier sofort raus. Lass mich sofort raus. Ich bin kein Baby. Mich darf man nicht gefangen lassen. Wow, Okri, Alter. Wir haben es einfach gefangen genommen. Ey, lass uns sofort hier raus. Lass uns sofort hier raus und gucken, was beim Baby abgeht. Haha. Ich flieg hier rum, Junge. Let's go. Ey, wir haben es gefangen genommen, Okri. Ich hab's schon gesehen. Wir haben es gefangen genommen. Haha, Baby. Was willst du jetzt? Warte mal, Okri. Es hat sich befreit. Es hat sich befreit, Junge. Wie hat es das denn geschafft? Ihr wollt mich gefangen nehmen, ich sehe euch ganz genau, ihr seid hier mit Jetpacks, Alter, ihr Ehrenlosen, kommt her, weil ich schieße euch ab. Hä, was ist denn das Abschied? Ja, versuch uns das zu kriegen, Junge, wir haben hier Jetpacks, hey, Alter, du kriegst es nicht. Kriegst du yo, yo, Alter, schießt fett Laser, Scheiß. Alter. Oh nein, das verfolgt, yo. Das hat einen Kopf, das hat einen Flugzeug. Meine auch. Meine auch. Okri, nein, zu weit. Alter, ehrenlos. Weit. Du wirst mich aber nicht kriegen, haha, du kannst mich nie im Leben kriegen. Bist ihr sicher? Hey, Junge, was ist das denn? Leute, ist das etwa... Das ist eine Verfolgungsrakete! Leute, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Haha, du hast dich nicht bekommen! Ja, versuch doch, ne, du hast keine Chance, du blödes Baby. Fress das! Oh nein, Leute! Oh, das ist Verfolgungsrakete. Jo, der hat richtig viele geschossen! Leute, was geht hier ab? Ah, okay! Jo, aua, aua, Junge, die treffen mich alle! Alter, das waren viel zu viele Raketen! Ich glaube, okay, mein Jetpack ist kaputt. Mein Jetpack ist kaputt! Nein. Das schießt auf weiter, Okri! Das schießt auf dich ab, ne? Das schießt auf dich ab, Okri! Oh nein, das schießt auf dich ab. Nicht. Oh nein, Okri, ey! Pass auf, pass auf, pass auf! Oh nein, oh nein, oh nein! Verfolgungsrakete, Verfolgungsrakete, alles Okri! Gut, ich schaff das schon! Sicher, Okri, sicher! Nein, da kommt noch mehr, Chance. Okri! Ja, das hat nur eins abgefeuert! Oh, jetzt kann ich richtig viele ab! Haha, so kriegst du uns nicht, du blödes Baby! Und yes, Alter! Fress das, Junge! Boots, Boots! Fress meine Raketen! Bam, Alter! Haha! Und weißt du, was ich auch noch auf Lager hab? Feuerwerfer, Junge! Flammenwerfer! Boom! Ja! Fress das, Junge! Was willst du sagen? Au, au, au! Junge, was ist das für eine Laserwaffe? Was du kannst, kann ich schon lange und auch viel stärker! Aua! Alter, Okri, wir sind zu zweit, Junge. Wir werden es besiegen. 2 gegen 1, das ist unfair! Oh doch, wir werden dich kriegen. Das ist nicht unfair. Und jetzt, yo, mein Springen! Mein Rainbow Sword, Junge! Fress mein Rainbow Sword! Boom, Junge! Batz, Alter! Bam, bam, boom! Hoho! Aua, aua, das ist unfair! Egal, ihr könnt mich nicht bekommen. Ich bin viel zu stark! Haha, ihr habt dich vergiftet! Aua, Okri, es hat mich vergiftet. Alter, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Das ist zu stark, Okri, ist zu stark. Ey, guck mal hier nach hinten. Guck mal hier nach hinten. Hier sind die Diamanten, das ist eine Falle. Ey, das muss darauf reinfallen. Schnell, schnell, schnell. Das ist viel zu stark zum Lucky. Schnell hier weg, Alter. Okri, wir verstecken uns jetzt hier. Komm, komm, wir verstecken uns. Hey, Baby, du hast uns nie gesehen. Oh, warte mal. Baby, ich sehe hier was ganz Cooles. Diamanten, die baue ich gleich ab, bevor. Ich liebe Diamanten. Ich baue die ab, bevor du die hast. Nein, Okri, Alter. Als wenn du darauf reingefallen bist, Junge, das war fürs Baby vorgesehen. Cool, ich hab's überlebt, mit meinem Jetpack schnell hoch. Das Baby hat sich gesehen, das Baby hat sich gesehen. Ey, das wird nochmal drauf reinfallen. Ey, lass mal
meine Diamantenruhe, wollt ihr die Luft sprengen? Nein, ich werde die jetzt bekommen. Hey, ich dachte, du willst jetzt die Luft sprengen. Das ist so lost. Das ist explodiert. So lost. Hey, Junge, Uchi, sag mal gar nichts. Du bist selber explodiert. explodiert die ganze Zeit. Jo, was geht ab? Ist das Diamanten-Meme? Ja, sind es Uchi. Boah, Alter. Was für eine Explosion, Alter. Ich wusste es, weil es ist blau. Ich wusste, dass es Diamanten-Meme. Ey, ich hab meine Diamanten. Ja, was soll das? Warum sieht das? Warum explodieren die ganze Zeit die Diamanten? Habt ihr mir eine Falle gestellt oder was? Ihr seid so ehrenlos. Das werdet ihr heimzahlen. Hey, Junge, was geht denn da ab? Das schießt die Diamanten ab. Okay, aber jetzt bist du in der Falle und jetzt kannst du meine 4 Raketenwerfer schmecken, Junge. Haha. Ja, wie gefallen die dir? Boom. Was? Ey, ich versuche die ganze Zeit an uns ranvisieren, Ukri. Ich merke das. Ich versuche die ganze Zeit an uns ran zu visieren, aber es kann es nicht. Kann es nicht, Junge. Und jetzt fress meine Stromenergiegun, Junge. Batz, boom. Boom, 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 Junge. Batz. Stark, Alter. Okay. Und er schießt ab mit all deinen Geschossen, Ukri. Mit all deinen Geschossen. Wir müssen es jetzt besiegen. Boom, boom, Junge. Du schaffst das. Ukri, ich glaub an dich. Junge, was für du glaubst an mich, Junge? Mach mal auch was, Alter. Mach mal auch was. Es reicht. Ich muss hier weg. Boom, Alter. Ich muss hier weg. Ganz schnell unser Haus, Junge. Wir können es nicht besiegen. Das ist viel zu stark. Das hat doch immer so viel Leben. Rückzug zum Lucky, Rückzug. Warte mal, Ukri, was geht denn da ab? Was ist nein. das? Ukri. Sag mir nicht, das Baby ist da drin. Das sieht gar nicht gut aus. Was ist das für ein Megatank dort vorne, Ukri? Das gehört nicht mir, Simlucky, dir. Gehört auch nicht mir, Ukri. Seit wann gibt es sowas Krasses? Ukri, ich sehe gerade, das Baby ist drin. Das Baby ist da drin, Ukri. Das heißt nichts Gutes. Ich feuer jetzt aus allen Geschossen. Haha, und Feuer! Warte mal, Ukri. Ich glaube, das weiß ich nicht, wie man das lenkt. Munition leer. Nein, Munition nicht Munition leer, Junge. Das ist ein Baby, das kannst du nicht steuern. Das ist so dumm dafür, Ukri. Bist so lost, Alter. Junge, nimm das Baby, komm, Junge. Boom. Junge, du hast einen fetten Roboter, kannst du aber nicht steuern. Boom, fress mein Rainbow. Oh, eingesperrt, Ukri, eingesperrt. Let's go. Okay, ey, wir haben es. Das ist dein Ende. Knallt ab. Das ist dein Ende. Bam. So. Mit ganz vielen Nuklearwaffen, Junge. Und jetzt, boom. Grill es, Ukri. Grill das Baby, Junge. Grill das Baby, Ukri. Aua, das tut weh. Wir schaffen es. Wir schaffen es jetzt, ja, so Lucky. Let's go. Wir haben es geschafft. Wir haben es gegrillt, Ukri. Ja. Weißt du was? Jetzt bist du als selbst gegrillt, Ukri. Komm her, boom. Hilfe. Leute, ich sag, falls ihr Menschen zusammen sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like, dann vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und jetzt drückt schnell aufs nächste Video. Checkt meine Freunde Ukri, Billy, Matvi ab. Und ansonsten, Leute, drückt schnell aufs nächste Video. Ciao, ciao. Wir haben es geschafft. Baby, ciao, ciao. Liken, abonnieren, nicht vergessen, Glocke aktivieren.